nur ein relativierendes Wort irgendwie und ich hätte gedacht, okay, scheiß drauf, so wäre okay gewesen, hätte ich gesagt, Ja, Schwamm drüber. das sage ich ja im Song. Jetzt zuerst ist Lärme, dann ist Ruhe. Zuerst ist Lärme, dann ist Ruhe, keine Lust am anderen zu. Selber leben und leben lassen, zusammen sein und zusammen stehen. Ja, hi, liebe Zuschauer. Ich freue mich auf eine weitere Folge hier von Was macht die Kunst? Und ich habe heute den Sam Moser zu Gast und freue mich extrem auf den ersten Schweizer hier auf dem Kanal. Und sag erstmal, hi, guten Morgen. Und wir haben schon festgestellt, heute am Schweizer Nationalfeiertag, ja, ist mir eine Ehre. Genau, heute zusammen. Hallo Genau. zusammen. Du bist in grob in Zürich, ne, in der Gegend? Genau. Und einige kennen dich vom Nuo Vision Song Contest, wo du zweimal teilgenommen hast. Genau. Und unter anderem jetzt beim letzten Mal nur ganz knapp, du hast es gerade erzählt, mit 19 Stimmen nur Unterschied, hinter Fizzo dann Zweiter wurdest. Und ja, man hat ja so seine Favorites und guckt den Song Contest auch. Und ich fand viele Songs geil und viele haben gekickt und so, aber bei deinem Song war ich echt. Hin und weg war ich echt gerührt, da hat auch alles gestimmt, so mit der Symbolik, mit dem Visuellen, da steckt ja auch echt viel drin. Ich glaube, das war ziemlich aufwendig. Und das war so ein Grund, warum ich gedacht habe, ey, mit dir würde ich auch echt gern mal schnacken, wie man sagt, ja. Danke. Und ja, erzähl doch mal ein bisschen, was geht bei dir? Wer bist du eigentlich? Was muss man über dich wissen? Und seit wann bist du denn überhaupt im Game? In welchem Game jetzt? Im Musikgame oder im Widerstandsgame? Sowohl als auch gerne. Ja, also ich bin Sam Moser aus der Schweiz. Ich war früher schon als Musiker unterwegs in meiner Rockband Deep Trip. Da waren wir sogar in Deutschland. Sechsmal auf Tournee mit Subway to Sally. Kennt ihr die? Ja, Subway to Sally ist ein Begriff, ja. Genau, und mit denen war ich auf Tournee, mit Nazareth, die Rockband von Schottland. Und mit Chantemal war ich in Deutschland sogar mal. Und dann auch eigene Tours in Deutschland und England. Also Musik mache ich schon lange. Es war einfach mehr so 70s, 90s Rock. Und dann habe ich eine Zeit lang also die Band ist dann auseinandergebrochen. Und dann brauchte ich ein bisschen Zeit für mich, habe ein bisschen mehr produziert, solche Sachen gemacht, auch ein bisschen in Techno-Szene reingefühlt mal. Ein paar Sachen produziert und meine Stimme gegeben, so für so ein paar Songs. So ein bisschen Deep House Sachen und so. Und dann, ja, kam dann schon bald mal die Phase und da konnte ich einfach halt nicht ruhig bleiben, weil ich halt schon immer systemkritische Musik gemacht habe, konnte ich da nicht auf meinem Maul sitzen. Dann habe ich so mal die ersten Lieder gemacht, hatte ich so ein Lied gemacht von Mani Matter. Das ist unser Schweizer Liedermacher, der leider ums Leben gekommen ist, schon länger. Der war auch sehr politisch eigentlich und dann habe ich gedacht, ich nehme ein Lied von ihm, Zundhölzli. Habe das umgeschrieben auf La Corona und das war dann ziemlich schnell, ging das. Ich habe dann alle Demos, haben sie mich eingeladen zum Spielen und dann leider haben sie mir das dann gelöscht. Also von YouTube haben sie mir gedroht mit Anwalt und alles. Und dass ich das selber lösche, habe ich das aber nicht gemacht und haben sie selber Zugriff einfach auf meinen Kanal genommen und haben mir das aus meinem YouTube-Kanal gelöscht. Das Einzige ist auf Instagram, Sam Moser Music, könnt ihr es noch sehen. Dort ist es noch drauf. Und es hat so ein kleines Video dazu. Das ist ganz ein kleines Lied, so 2,5 Minuten. Ja, und das war so der Anfang vom Ganzen. Dann kommt das eins zum anderen. Und ich habe überall gespielt, auf der Straße halt und in Demos. Mit so einem kleinen Wagen, wo jemand gezogen hat. Und ich habe dann immer live gespielt. Oder auf den Bühnen, ja. So. Ja, das ist interessant mit der Löschung und mit der Zensur, ne? Weil vieles, was damals gelöscht wurde, ist heute nach deren Richtlinien die Wahrheit gewesen. Ne. Also wenn du damals gesagt hast, weiß ich nicht, Ursprung des Virus ist ungeklärt, möglicherweise auch aus einem Labor,
Wenn du gesagt hast, die Spritzen sind weder safe noch effective und sowas. Und das steht jetzt heute sozusagen in der Bild-Zeitung. Ja, Aber du sicher. hast damals irgendwie deine Monetarisierung verloren oder deinen Laden oder deinen Ruf. Ja. Alles, ja. Ja, es ist schon, ist heftig, ja. Und es gibt ja auch keine Entschuldigung. Nichts, oder? Das habe ich ja im neuen Lied, in Mitternacht, habe ich das ja angesprochen, zum, wenn man sich wieder zusammenfinden soll, eben die Entschuldigung. Und es kommt ja nichts, es ist ja immer noch, du bist ja immer noch der Schwurbler, sozusagen. Sie haben sie ja, oder was noch Schlimmeres, oder was Nazi. Haben sie mir auch schon an den Grind geworfen, am Kopf geschmissen. Aber ja. Ja. Ja, das ist sowieso das Interessanteste psychologisch, weil vieles konnte man sich irgendwann ein bisschen erklären, so irgendwie sektenartiges Verhalten, Massenpsychose und so. Irgendwann hatte man so seine Erklärungen dafür, was da passiert und wieso die Menschen alle so drauf waren und man seine ganzen Freunde verloren hat. Aber irgendwie dieses Ding, das dann rauskam, dass die Kritiker Recht behielten sollten und dann keine Entschuldigung folgt. Das ist so ein bisschen, ich habe mal den Spruch gehört, erst haben sie einen gehasst, weil man Unrecht hatte und jetzt hassen sie einen, weil man Recht hatte. Ja, genau. Also das finde ich so charakterschwach, dass man jetzt nicht sagt, hey Sam, das ein oder andere, was ich damals gesagt habe oder was du gesagt hast, sehe ich heute anders. So, lass mal noch mal zwei Sätze drüber reden oder hier, da habe ich mich vielleicht geirrt und so. Muss ja nicht so dieser Gang nach Canossa folgen, so eine Entschuldigung, ganz demütig. Ich habe auch immer gedacht, so bei der ein oder anderen Person, nur ein relativierendes Wort irgendwie und ich hätte gedacht, okay, scheiß drauf, so wäre okay gewesen, hätte ich gesagt, Ja, Schwamm drüber. das sage ich ja im Song. Jetzt, zuerst ist Lärme, dann ist Ruhe. Ich weiß nicht, ob du das verstehst. Zuerst ist es laut und dann nachher ist Ruhe. Eben, zuerst schreien sie dich an, wie weiß nicht was. Hier. Und nachher, wo wir recht bekommen haben, Ruhe. Nichts. Keine Entschuldigung, nichts. Einfach Silence. Und das ist schon heftig. Aber eben selber sich den Fehler einzugestehen, da haben halt viele Menschen Mühe damit, oder? Die machen dann einfach weiter und denken, ja, jetzt ist es ja vorbei, oder? Aber es ist ja nicht vorbei, es geht ja weiter mit der Spaltung. Es gibt ja all die Themen, wo jetzt anstehen, oder? Wo sie immer spalten, oder? Jetzt mit der Agenda, Regenbogen, Klima, was alles noch kommt. Das ist ja auch wieder Spaltung überall, oder? Es geht ja weiter, es ist ja nicht vorbei. Oder eben Bargeldabschaffung, ich weiß nicht, wie das bei euch in Deutschland. Es gibt auch was wegen digitale Euro, habe ich gesehen, dass da viele sich dagegen wehren. Also das läuft überall, oder? Es ist auch hier in der Schweiz so. Ja. Ja, ist eh interessant, dass die Dinge, die irgendwie früher 10 Jahre Anlauf gebraucht haben in der Ja, ich Planung, mittlerweile irgendwie hat man, ich höre nur noch so, ja, Aaron, hast du mitbekommen, jetzt kommt das digitale Zentralbankgeld und im August kommt das Digital Service Act, was noch Ja, auf schlimmer, einmal, bam. schlimmere Zensur ist und so. Und dann im Dezember kommt die 15 Minuten statt und ich denke immer nur so, früher hat man wenigstens noch ein bisschen Zeit gehabt, um sich darauf einzustellen. Aber ja, ich habe extrem das Gefühl, dass dem System so ein bisschen die Zeit davon läuft und es immer schneller gehen muss, weil auch natürlich ein gewisses Revolutionspotenzial gleichzeitig entsteht. Und die ja, Krisenmanager müssen sozusagen schneller handeln, als die Leute aufwachen. So hat man das Gefühl, oder? Ja, aber mit dem verbocken sie es. Also definitiv. Also ich sage, das hat keine Zukunft, was die da vorhaben. Weil es ist so offensichtlich, irgendwann ist einfach genug. Und es ist so peinlich, also was sie eben mit dem Wetter, oder? Ich meine Mutter lebt in Portugal, ich telefoniere mit ihr und sie sagt mir, es ist 28 Grad, den ganzen Sommer eigentlich, um die 28, 30 Grad. Und wenn du die News siehst, dann ist es 40 Grad in Portugal. Und sie sagen, es brennt schon fast. Also es ist einfach so gelogen, oder? Es ist so, oder wie du vorhin gesagt hast, wenn du einfach mit deinen Augen benutzt und aus dem Fenster schaust und es regnet und das Handy sagt dir, es ist 30 Grad und wir brennen. Also ich meine, es ist so offensichtlich, was abgeht, oder? Und ja, ich weiß nicht, ob wir das extra machen, um Verwirrung zu stiften, um abzulenken. Auch eben halt von dem Impfzeugs oder was auch immer, von Impfschäden, was es gibt, wo jenseits angeklagt werden und Zeugs und Sachen. Ich weiß es nicht genau, was da der
der Hintergrund ist, aber auf jeden Fall passiert sehr viel, was das angeht, oder? Ja, ich habe gestern auch gescherzt mit einem Freund so, oh, wenn ich meinen Kindern mal von dem Hitzesommer 2023 erzähle, so, dann sage ich, man konnte gar nicht barfuß laufen, weil wenn du nur einen Schritt gemacht hast auf den Asphalt, hast du schon Brandblasen gehabt, so. Und wir sitzen hier alle, ich sitze jetzt im Pulli hier. Es ist ein bescheidener Juli, verregnet und kalt. Und trotzdem wird es der heißeste Juli seit Beginn der Wetteraufzeichnung wahrscheinlich sein. Ja, genau, ja. Das sagen sie ja. Mhm. Ja, ja sie, es wird einem ins Gesicht gepisst und sie erzählen einem, es wäre Regen. Ja. Genau. Irgendwie wollen sie uns auch ein bisschen verrückt machen, habe ich das Gefühl. Ja, und... Nicht zu ernst nehmen, einfach nicht weniger die News auch gucken und selber rausgehen und sich vernetzen, analog, nicht im Netz, halt ein bisschen so und ja... Scheiß drauf, so. Ein bisschen die Einstellung, ja. Damit habe ich mich auch viel beschäftigt. Ich drehe mich hier mal ein bisschen leiser. Mhm. Damit habe ich mich auch viel beschäftigt, was diese ganzen Widersprüchlichkeiten und diese Irrsinn und diese paradoxen Meldungen, die so gegen den gesunden Menschenverstand sind oder auch diese ganze Orwellsche Umdrehung, also dass du immer das Gefühl hast, wenn du was in den Nachrichten siehst, kannst du fast schon davon ausgehen, das Gegenteil stimmt. Ich habe das Gefühl, dahinter steckt auch mehr als nur irgendein Zufall, sondern dass das eine Art von Demoralisierung auch ist der Gesellschaft. Ja. Also denen ist wahrscheinlich auf eine gewisse Art und Weise klar, dass das manche Leute durchschauen, aber indem du es jeden Tag anheizt, diese Verwirrung, wissen die Leute, auch die sich kritisch mit der Welt auseinandersetzen, irgendwann nicht mehr, wo oben und wo unten ist. Und das macht was mit einem. Also man flüchtet sich dann doch am Ende in wenigstens irgendwie, was weiß ich, die Gartenarbeit, die Wohnung, das mit den Freunden treffen, aber ist nicht mehr aktiv irgendwo. Man hat ja auch gemerkt, die Demos waren extrem demoralisierend. Also man kam immer zurück. Ich glaube zum Beispiel nicht mehr, dass Demos irgendwas verändern. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich habe das Gegenteil gelernt in den letzten 3 Jahren. Also von den Demos war für mich immer so, es war am Anfang was super, hat einem Kraft gegeben, so mit den Gleichgesinnten. Ich habe immer gemerkt, ich bekomme Kraft dafür, auch so, dass sich treffen hat gut getan. Aber irgendwann war es für mich auch noch nicht mehr so dasselbe. Das hat man gemerkt, es ist nach dem Widerstand hat es ja die Spaltung gegeben bei uns. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Aber hier haben sie sich angefangen zu streiten und dann hat es für mich auch nicht, dann passt es mir auch nicht mehr so. Oder wenn die Egos durchdrücken, dann ja, wird es schwierig. Und ja, es ist sehr, sehr schwierig zu sagen, was das genau bringt. Ich denke eher, man sollte neben den Demos sich treffen und versuchen, was zu verändern oder einfach alles zu boykottieren. Was jetzt bei Corona zum Beispiel, wenn sie wieder mit neuen Maßnahmen gekommen sind, habe ich auch, im Alltag habe ich nichts gemacht, was die gesagt haben, oder Masken und was auch immer. Ich finde, das ist fast das Wichtigste, dass die Leute einfach nicht mitmachen, oder? Das ist, aber eben, da machen auch einfach zu viele, machen es noch halt, oder? Und darum waren halt die Demos schon nicht schlecht am Anfang auch, dass man die Leute trifft und sie dann gute Leute auch kennengelernt hat, natürlich. Das ist schon nicht schlecht. Für das war es gut, auf jeden Fall. Jetzt geht gerade so ein Clip rum, der geht gerade viral von so einem Briten, der weigert sich in irgendeinem Supermarkt, wo er nur noch mit Karte zahlen kann. Ah, ja. Mhm. Weigert er sich halt und schmeißt denen halt so dieses abgezählte Kleingeld hin, halt genau 1,99 Pfund oder so. Und er kauft sich Himbeeren, glaube ich, oder Erdbeeren. Und dann sagt er halt so nach dem Motto, ich habe euch das Geld hingelegt, das ist offizielles Zahlungsmittel und ich verlasse jetzt diesen Laden. Mhm. Und ich habe mein Produkt bezahlt nach geltendem Recht, sagt er. Und dann sagt er noch so 10-mal, nach geltendem Recht habe ich dieses Produkt bezahlt. Und dann kriegt er halt so von ein paar Leuten Applaus und so. Es ist so ein bisschen, wie wenn man damals keine Maske getragen hat. Mhm. Und so ein paar Leute feiern einen und die meisten sind so, ist er jetzt ein Antisemit, Verschwörungstheoretiker, Holocaustleugner? Und es genau, das geht in diese Richtung, ziviler Ungehorsam. Mhm. Und ja, auf jeden Fall hat einen Corona auf viel vorbereitet wahrscheinlich, was jetzt mit der gleichen Agenda nur mit anderen Wörtern irgendwie durchgeführt wird.
Und gleichzeitig auch dieses Ding, dass man halt gelernt hat, aber was richtig hilfreich ist, ist auch zum Beispiel das Vernetzen. Also, dass man inzwischen Kontakte hat, wo man vielleicht, ja, das klingt jetzt ein bisschen klischeehaft, dass man sagt, ich habe keine Lebensmittel, ich habe die Lebensmittel im Haus und du jene, sollen wir vielleicht ja, mal was tauschen oder so, aber ich merke, dass das ein bisschen schon stattgefunden hat. Ja, das habe ich schon lange gemacht. Das habe ich von einem Jahr schon angefangen, ich bin ja auf dem Land, mit den Bauern rundum mich zu vernetzen, auch zum Hilfe anbieten, wenn es mal kritisch wird, habe ich gesagt, dann werde ich auch mit meinen Leuten kommen und versuchen, deinen Hof zu schützen. Ja, wenn es so mal Plünderungen geben würde oder so, man weiß ja nie, wie weit das ist, noch alles geht, dass man sich ein bisschen vernetzt in der Gegend, wo man lebt vor allem, oder? Ich meine, ich kenne ja die Leute überall in der ganzen Schweiz mittlerweile, viele Bauern, aber die sind mir dann auch zu weit weg und dann wollte ich das auch dort machen, wo ich lebe und ich gehe jetzt auch bei denen einkaufen und mein eigenes Gemüse mache ich auch. Ich habe auch viel Garten, wo ich alles anpflanze. Jetzt ist ein bisschen zu viel Regen. Jetzt wieder die Schnecken kommen wieder und fressen alles auf. Aber ja, es gibt zu tun. Aber ja, man sollte ein bisschen so, dass eben in das Selbstversorgung-Ding halt reinkommen oder sich vernetzen mit Bauern. Denke ich, sicher nicht schlecht. Und jetzt haben sie ja hier wieder angefangen, also ein anderes Thema da. In Nachbarstadt hat es ein Japan-Käfer und jetzt gehen sie in private Gärten rein, ohne die Leute zu fragen und spritzen ein Nervengift gegen diesen Käfer. Und das ist unglaublich, jetzt das ist auch wieder so ein Angriff gegen Leute, wo selber ihr Gemüse anbauen, oder? Kommen sie und verspritzen Gift und dann sagen sie, nach 3 Wochen darfst du deine Früchte wieder essen, aber jetzt ist die Zeit, wo man ernten kann, oder? Du willst nicht 3 Wochen warten, bis alles verfault, oder? Und das ist so banal und da gehen sie ohne zu fragen. Bei einem Imker, wo Bienen hat, sind sie rein, der war nicht da, und haben sie angefangen, das Zeug zu spritzen. Und dann haben sie ihm nachher im Nachhinein angerufen und gesagt, ja, wir waren dann bei dir. Wenn was mit den Bienen ist, gibst du uns Bescheid. Und das ist schon lange erwiesen, schon seit 2020, dass das Gift für Bienen tödlich ist. Aber sie haben es trotzdem einfach gespritzt. Also kleine Sachen, wo sie einem wieder ein bisschen versuchen, ich weiß nicht, wie weit das noch geht, aber vielleicht sagen sie dann, ja, jetzt die ganze Schweiz ist vom Japan-Käfer betroffen, wir kommen da mit den Teams, Zivilschutz, alle in grünen Anzügen mit, und hier laufen die Kinder und die Tiere rum und dann spritzen die den ganzen Garten mit Gift zu, oder? Also ich meine, genau, das ist das Gefährliche mit dieser Tür im Fuß, mit diesem Hebel dieser Volksgesundheit, weil es ja genau das Gleiche. Du sagst, zum Wohle aller muss deine persönliche Freiheit jetzt mal ein bisschen eingeschränkt werden, Sam, hier, dein Garten. Naja, wir wollen ja nur das Beste. Vielleicht verspritzt du ja den Unkrautvernichter hier nicht, das müssen wir dann machen. Mhm. Ja, wenn du die Tür einmal, also wenn man das einmal zulässt, dass der Staat so weit gehen darf, dann kannst du damit alles begründen. Das haben sie bei Corona gemacht und jetzt haben sie einfach überall den Fuß in der Tür, oder? Es ist schon, und eben mit dem Bargeld auch, es gibt das Zürich-Festival, wo jetzt ohne Bargeld stattfindet. Ich finde einfach so, solche Sachen sollte man einfach boykottieren, oder? Also ich gehe kein Festival oder ein Konzert, wo man nicht bar bezahlen kann, also zumindest auch die Getränke und all das Zeugs, oder? Es ist unglaublich, es kommt jetzt einfach überall und das hat wirklich überall zugenommen. Es gibt Clubs hier in Zürich, der ist nur noch cashless und all das Zeug. Und ich finde einfach, die Leute sollten das boykottieren. Aber das Problem ist, die ganz Jungen, du siehst die immer wieder mit Twint bezahlen. Ich habe letztens auch wieder mal schnell an einer Bar gearbeitet und dann kommen sie ständig mit dem Twint. Und dann musst du schauen, ob die bezahlt haben. Ich finde das so... Das kenne ich nicht, das Wort. Was ist das? Twint ist so eine App übers Handy, das bezahlst du mit dem Handy direkt. Dann müssen sie das hat so einen Strichcode, oder? Und dann müssen sie den scannen und den Betrag selber eingeben und dann müssen sie dir zeigen, dass sie bezahlt haben. Ich finde einfach so, das ist unglaublich. Und jedes Mal, wenn die bezahlen, verlierst du als Geschäft, also als Bar, verlierst du Geld. Weil das geht an Twint, oder? Und es ist wie mit einer Bank, oder? Der Privatkunde, also der, wo bezahlt, hat keinen Verlust, oder? Darum ist es denen auch scheißegal und für die ist es bequem, ja, Handy hinhalten, oder? Aber der Besitzer von der Bar verliert Geld eigentlich. Und wer es nicht anbietet, dann kommen die Jungen nicht zu trinken, weil die kein Cash mehr haben. Also bei den Jungen ist es wirklich ein Problem. Die zahlen viel mit dem Handy. Das finde ich unglaublich. Das sehe ich immer wieder. Aber das ist interessant, wenn ich da nochmal nachfragen darf.
die Bar, wo du jetzt gearbeitet hast, so, konnte man dort auch mit Karte zahlen? Ja, du konntest auch mit Karte zahlen, ne? Okay, weil ich meine, mit Karte zu zahlen dauert doch auch nur 10 Sekunden, musst doch auch nur kurz deinen PIN eingeben. Was ist dann der Vorteil? So. Wahrscheinlich ist einfach so ein App-Twint mit dem Handy, keine Ahnung. Es ist. Nein, der Vorteil ist eben, glaube ich, bei der Bank gibst du ja was ab, auch als Privater, bin ich nicht ganz sicher. Bei Twint gibst du als Privatkunde nichts ab. Nur der Geschäftsinhaber, sozusagen, irgendwie sowas. Also, ich weiß nicht, es war am Albani-Fest, es war ein Fest, da habe ich an einer Bar gearbeitet, man konnte mit allem zahlen, aber Twint mussten die alle auch anbieten, weil so viele Junge benutzen das. Und das sehe ich immer wieder, auch wenn ich irgendwo in der Stadt bin am Einkaufen, die bezahlen die ganze Zeit mit dem Handy direkt mit dem Handy bezahlen die und nicht mit der Karte. Das ist interessant, weil am Ende ist ja immer die Frage, wie tief man sich mit den Dingen beschäftigt, aber aus meiner Sicht führen alle Wege am Ende immer zum Geldsystem. Ja, genau, das ist so. Genau. Und da ist es ja sogar so, ich bin auch voll bei dir, also, wobei ich muss zugeben, ich zahle auch mit Karte, weil es ist, also ich zahle manchmal bar und manchmal mit Karte, kommt auf die Situation an. Aber dieser Zwischenschritt, dass man einmal Bargeld abheben muss und es dann wieder bar ausgeben, ich nutze da manchmal die Komfortabilität auch des Kartenzahlens. Bin wahrscheinlich schon so sozialisiert worden, aber tatsächlich ist es ja so, ich gebe dir auch recht, so nur Bares ist Wahres, aber auch das Bargeld, da benutzen wir ja das Fiat-Geld der Zentralbanken, was eigentlich keinen realen Gegenwert hat. Das heißt, da kommst du ja immer noch weiter im Rabbit Hole. Genau, also eigentlich das ganze Geldsystem ist sowieso dreckig, das ist so. Das wissen wir ja auch schon lange, das ist ja nichts Neues. Aber ganz weg von dem zu kommen, das ist ein Riesenschritt. Das sehe ich. Also da müsste sehr viel passieren. Da müssen zuerst die, ja, Chaos herrschen und vielleicht dann kann man ein ganz neues Ding ohne Geld, aber das, ja, wer weiß. Ganz kurz, bei mir hat es gerade geklingelt. Ich glaube, das ist der fucking Schornsteinfeger. Ich glaub's nicht. Ich muss mal zumindest kurz mit dem reden. Ja, Sam, jetzt haben wir uns schon ganz ordentlich verquatscht. Ich hatte am Anfang gedacht, wir gucken immer mal wieder uns deine Musikvideos an. Das machen wir auch noch. Deswegen, wir könnten wahrscheinlich noch einiges weiter plaudern, aber ich wollte dich mal fragen, du hast drei Stücke mitgebracht hier bei Was macht die Kunst und womit sollen wir mal einsteigen? Einmal ist Miteinand dabei, einmal Smorsch voll, das ist auch bekannt. Und du hast auch noch Broken Wings mitgebracht. Ist bestimmt etwas unbekannter, weil du hast es zumindest in keinem Rahmen von einem Contest oder so gebracht. Worauf hast du Bock? Ja, können wir gerade mit Broken Wings anfangen. Das ist ein bisschen ein älterer Song. Aber eben genau passend zum Thema habe ich dann auch ein Video dazu noch gemacht, so wo gut passt. Also, wenn du dabei irgendwas hinzufügen, kommentieren willst, gib mir ein Handzeichen, ansonsten hören wir es einfach mal durch. Ja, eben. Oder wir quatschen danach noch drüber. Ich sag einfach mal Ton ab. Ich stehe mal. Broken Wings von Sam Moser. Of the living dead in the shade of authority, with aspiring blind and sad. Aren't you sorry? Don't you worry. What the future brings. Try to open your broken wings. Close your eyes and try to
fly. Let go, be yourself. Don't fade away. Look back, be aware. For your own sake, walk straight and be true. Hold on to hope. Don't let them oppress you down. All the stolen dreams turn us to ghosts. Exploited to live in fears that make us believe that we have no choice. Aren't you sorry? Don't you worry. What the future brings. Try to open your broken wings. Close your eyes and try to fly. Let go, be yourself. Don't fade away. Look back, be aware. Hold on to hope. Don't let them repress you down. Ja, das war Broken Wings von dir. Aus welchem Jahr nochmal genau? Wo sind wir da ungefähr zeitlich? Da sind wir etwa 2009. So. Ja. 2009. Bei Broken Wings? Mhm. Also das Video habe ich neu gemacht, aber der Song habe ich um 2009 geschrieben. Ich dachte gerade, das kann doch gar nicht sein, weil da sieht man diese Corona-Demos. Ja, ich verstehe schon, Video. Das Video ist neu gemacht. Ah ja, cool. Ja, ja krass. Mhm. Aber irgendwie jetzt auf einmal, ich habe mir gestern schon die Songs alle angehört nochmal, die wir heute spielen, aber es kam mir jetzt doch bekannt vor. Ist das schon mal irgendwo gelaufen in irgendeinem Zusammenhang? Ja, kann sein. Das ist, also an den Demos und so wurde der sicher ein paar Mal auch abgespielt. Also auch in Deutschland, in Konstanz haben sie das Video laufen lassen, den Song abgespielt. Ja, schon an ein, zwei Demos. Ja. Ich habe den auch immer gespielt. Ja, also vielleicht hat es auch so ein bisschen im Widerstand ein bisschen, haben schon auch ein paar Leute den Song gekannt, ja. Fettes Video auch, weil ich glaube, es ist eine Mischung aus so Stock-Footage und aus real gefilmten Sachen, aber es ist tatsächlich, man muss genau hinschauen, um das zu sehen, weil es harmoniert sehr gut so von den Farben und es ist auch nicht so offensichtliches Stock-Footage. Ich habe manchmal so nicht gewusst, ob es jetzt gedreht war oder ob es Vorlagen waren. Und, zum Teil war es gedreht, es war eine Mischung von allem. Mhm. Ja, und auch schön, du da im Wald und so und so diese Präsenz, diese Ausstrahlung von dir generell, die Atmosphäre, alles, was sich so durch den Song trägt, am Ende irgendwie auch trotzdem mit was Positivem, mit einer Energie, nicht nur irgendwie anklagend, wobei die Bilder, die dann ausgewählt sind, so teilweise halt ja hart sind und eindrücklich so mit diesem Bullen, der diesen Vater wegschubst mit den Kindern auf den Schultern. Und natürlich 1. August, warst du damals in Berlin? Zufällig? Nein, war ich nicht. Aber die Bilder habe ich dann geholt, weil ich habe das verfolgt und das war so eindrücklich aus da. Ich kenne Leute, wo da waren, wo ich kenne, ja. Ja, ja, ich habe seit langem mal wieder, ich hatte ganz vergessen, dass es so krasse Drohnenaufnahmen auch gab von dem Tag, wo man diesen die Siegessäule da sieht und so. Das ist krass.
Das habe ich sogar gefragt, ob ich das darf. Ich weiß nicht mehr, von wem das war, ob es Bittl oder sonst. Da habe ich Bittl gefragt, hat gesagt, ja, das kannst du sicher nehmen und so. Ja. Ja, Genau. Bittl der TV, der ist, das habe ich gelernt, als ich in der Schweiz war. Der ist in der Schweiz so die ganz große Nummer, sage ich mal. Da ist ja doch manchmal so, dass man österreichisch, deutsch, Schweizer Unterschiede hat, wie bekannt die Kanäle sind und was man so verfolgt. Aber er ist bei euch so ein bisschen einer der ganz wichtigen und großen Medienmacher, ne? Ja, der Stream, der hat, glaube ich, recht viel Follower, ja. Ich weiß nicht, der Ja. hockt jetzt schon seit längerem in Afrika. Ich weiß nicht, ob er durch das Leute verloren hat. Ich weiß es nicht, aber zumindest in der Zeit, wo es wirklich drauf, auf und ab ging, da war er schon überall. Er war viel in Deutschland auch, denke ich, ja. Dann, wenn du nichts dagegen hast, können wir ja gleich weitermachen mit Smarsisch voll. Und zwar steckt dahinter ja auch diese Initiative, glaube ich, maßvoll. Oder wie sieht es nochmal Nein, genau das aus? stimmt Wie, nicht. ja. Das stimmt nicht ganz. Also das wird immer verwechselt. Ah ja. Man sagt immer Leute, ja, das ist das Lied von Maßvoll und so. Das habe ich Ah. immer gesagt, nein, das ist nicht so. Es war einfach so, sie haben mich gefragt, ob ich einen Song für sie machen würde. Und dann habe ich gesagt, nein, das werde ich nicht tun, aber ich mache etwas, was passen würde, so, dass ihr das. Also, dass ihr das verwenden könnt, so in dem Sinn, aber der Song ist immer mein Song. Das habe ich immer so gesagt. Ich will für keine Partei oder für irgendjemand so einen Song geben, weil ich nie weiß, wohin das dann geht mit dieser Partei oder was auch immer. Und ich mich da nicht, ich bin in keiner Partei dabei, ich bin Einzelkämpfer sozusagen, wo sich verbündet mit anderen sozusagen. Und ich habe einfach gesagt, sie dürfen das benutzen. Das war mir einfach so. Und dann habe ich halt den Reim so angepasst, dass es auch gut geht, dass sie das mit ihrer Jugendbewegung da gut verbinden können. Und ich fand das auch gut, dass da am Anfang mal die Jugend ein bisschen kommt. Und jetzt habt ihr ja auch wieder, ja, viel Streitereien um Maßvoll mit denen, die streiten mit diesen und denen um das und diesen und das. Aber das interessiert mich eigentlich nicht. Ich bin da nicht auf irgendeiner Seite. Ich mache einfach mein Ding so und aber der Song ist also es ist mein Lied so ja Ja, so sobald Bewegungen größer werden, kommen solche Spaltungsmechanismen auch immer zu tragen, ne? Und Genau, und aus dem Grund wollte ich einfach auch nicht, mich haben doch auch andere, wo jetzt in die Politik gehen, schon mal angefragt, ob ich für sie einen Song machen würde und so. Da habe ich auch abgesagt und gesagt, nein, ich mache das eigentlich nicht. Denn bei dem war es mehr so, ich habe das so angepasst, dass es gut geht, aber nicht, dass es ihr Song ist für sozusagen für die Bewegung. Einfach, dass es ein Song für alle ist, oder? Wo sich gegen das wehren eigentlich. Und auch schlussendlich ist mein Song und von Dominik Schetta, wo wir zusammengeschrieben haben. Und auch Miteinander habe ich mit Dominik Schetta zusammengeschrieben, sein Freund von mir. Ja, also. Alles klar, Sam, dann let's go. Freiheit verkauft. Volksvertreter, Parlament und Bundesrat. Opfer und Täter, Schweizer Volk und Schweizer Staat. Hast kein Symptom, nur ein positiver Test. Hey, ab in Quarantäne, Cholera und Pest. Volles Mass. Armut und Depression, keine Freude, kein Spass, Wut und Frustration. Solidarisch, Illusion. Das Mass ist voll, das Mass ist voll. Kommt aber von eurem Thron. Weil das Mass ist voll, ja, wir sind voll. Kommt zusammen, Mass voll.
Perspektive los, kein Sinn. Zeit verstrichen, Selbstmordrate schlimm. Die eigene Meinung, Politik und Wissenschaft. Glauben vereinigt, wenn Impfen Freiheit schafft. Kindheit vorbei, hinter der Maske verborgen. Sehen Gesichter voll Angst, Depressionen und Sorgen. Schnauze voll von Panik, Pandemie. Wir wollen nur leben, lasst uns einfach sein. Und der, der will, sperrt sich selber ein. Das Mass ist voll, das Mass ist voll. Kommt runter von eurem Thron. Weil das Mass ist voll, ja. Yeah. Ziehen die Masken an und die Kinder laufen geschwind. Niemand, der schnaufen kann, es pfeift der Wind. Das Mass ist voll, das Mass ist voll. Kommt runter von eurem Thron. Weil das Mass ist voll, wir sind voll, kommen zusammen, Mars froh. Das Mars ist voll, das Mars ist voll, kommen runter von eurem Thron. Das Mars ist voll, wir sind voll, kommen zusammen, Mars froh. Es waren ganz viele verschiedene Städte, also Luzern, Rapperswil, Zürich. Ja, also das auf dem Platz da mit dem Riesending, das war Zürich, das haben wir auch selber gefilmt. Ja, überall ein bisschen verteilt. Verschiedene Städte, ja. Ja, hat mich auch tatsächlich, ich verstehe einiges, ich habe nur dieses Chöme Dabe, irgendwas mit Thron. Was ist das für ein Satz? Was sagst du da? Kommt herunter von eurem Thron. Ah, wie sagt das nochmal bitte? Auf, wie ist das auf Schweizerisch? Kommt runter von eurem Thron. Aber, okay. Ja. Aber ist, kommt runter von eurem Thron, sozusagen von eurem Königsstuhl zum Volk. Kommt runter zu uns. Auf jeden Fall, ja, krass. Ja, es hat mich auch, ich finde, viel mehr als die letzten Jahre oder Jahrzehnte davor hat es mich auch mit den Österreichern und Schweizern so ein bisschen verbunden und wir so als einen Sprachraum, weil manchmal braucht man ja die Krise, so wie bei der Fake Alien Invasion, da brauchst du die Krise, um die Leute zusammen gemeinsam für ein Ziel stark zu machen und die Unterschiede vergessen zu lassen. Genau. Und ich fühle mich mit jedem Schweizer oder auch polnischen oder südamerikanischen Corona-Kritiker, weißt du, bist du im Herzen irgendwie direkt mehr miteinander verbunden als mit irgendeinem, mit deinem Nachbarn, mit dem du noch nie ein Wort gewechselt hast. Genau, ja, das ist so. Ja, voll krass. Ich hatte auch
Bei der August-Demo damals in Berlin habe ich einen ganz tollen Menschen kennengelernt, Peter aus der Nähe von Regensburg. Der hat mich dann mit runter in den Süden genommen. Ich komme aus der Nähe von Stuttgart ursprünglich und so. Wir hatten dann eine coole Fahrt und so und Nummern ausgetauscht. Und jetzt 3 Jahre nichts mehr voneinander gehört, von 2020 bis 2023. Und als ich letztens in der Gegend war, ich hatte aber noch seinen Telegram-Kontakt, habe ich ihn angerufen. Und er ist Pilot für so Leichtflugmaschinen und dann hat er mit mir einen Flug gemacht und so. Und ich habe seine Familie kennengelernt und dann habe ich auch zu ihm gesagt, weißt du, das ist so krass, diese Verbindung, dieses Band ist so stark zwischen uns, diesen Menschen, die durch diese Zeit gegangen sind mit all der Drangsalierung und der Dämonisierung, das wird eine Ursula von der Leyen nie verstehen. Ich glaube, die hat wahrscheinlich keinen einzigen Freund, so kann ich mir nicht vorstellen. Ja, wahrscheinlich nicht. Oder die gleichen, wie sie sind, oder? Genau, ja. Ja, krass. Ja, das Maß ist voll, ultra geil. Bringt auch nochmal diese Zeit, wenn man es heute anschaut, diese Zeit zurück. Ne, war ja eigentlich auch geil, obwohl es auch eine schwere Zeit war. Aber auch schon, ja. Also man hat da auch coole Sachen. Ja. Gerade diese, wo ihr dann in der großen Gruppe steht, den Rimoldi habe ich natürlich erkannt und dann auch dieser große Platz, wo dir echt viele Leute zugehört haben. Ultra geil. Und du hast ja auch eine Präsenz so, wirklich... wirklich fett, was du da schon auf die Beine gestellt hast damals. Wird ja nur noch getoppt von Mitte Nord, würde ich sagen, vom Visuellen. Da steckt ja richtig viel Aufwand drin, würde ich behaupten. Und von daher, lass uns gleich weitermachen mit der Liste, dann können wir danach noch ein bisschen schnacken. Mhm. Aber dann, ja, das Video Mitte Nord hat Marco gemacht, der ist auch aus Leipzig ursprünglich, aber der lebt hier in der Schweiz auch. Mhm. Aber nicht der Marco Rima. Den kenne ich nämlich auch. Nein. Also wer das Video gemacht hat, sieht man dann am Schluss. Und kann man auch mal, er ist eigentlich Fotograf, aber er hat dann mega gutes visuelles Auge für wie die Farben sein müssen und so. Ja, ist ein gutes Video geworden, ja, so visuell, finde ich, so mit den Farben und so im Wald. Mhm. So. Dann geht's auch schon los. Miteinander von Sam Moser. Zuerst ist Lärm, dann ist Ruhe, keine Lust. Um anderen zu, selber leben und leben lassen, zusammen sein und zusammen stehen. Argumente sind all vergeben, es geht um Tod, nicht ums Leben. Unsere Angst bringt nur Verderben, alleine leben, einsam sterben. Du, 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 du. Unsere Kinder die Augen schauen, unsere Töchter, unsere Buben. Was werden sie von uns denken, wenn wir nicht um Freiheit kämpfen? Daten, Banken brauchen Daten, alle Macht der Psychopathen. Die letzten Rappen rausholen, vielleicht geht's einfach nur um Kohle. Komm, ich verblöde miteinander, scheißegal, was Spritzen nützen, komm, ich fahre das ganze Land an die Wand. Komm, ich verschwöre miteinander, weisst, ich weiss etwas, wo du nicht weisst. Komm, ich spalte das ganze Land miteinander. Mit verschiedenen Masken messen, sich entschuldigen, vergessen, den diktierten Normen sprechen. Für dich ist es Pflicht, für mich Verbrechen. Kannst verehren, kannst verfluchen, dir die passend Worte suchen. Du dafür, ich bin dagegen, unsere Heimat zusammenleben. Thank you.
stören miteinander, gehen als Feinde auseinander. Und wir versöhnen miteinander, lernen leben nebeneinander. Komm, wir verblöden miteinander, scheißegal ob Spritzen schützen. Komm, wir fahren das ganze Land an die Wand. Komm, ich verschwöre miteinander. Weisst, ich weiss etwas, wo du nicht weisst. Komm, wir spalten das ganze Land miteinander. Komm, ich verblöde miteinander. Scheißegal, was Spritzen nützen. Komm, ich fahre das ganze Land an die Wand. Komm, ich verschwöre miteinander. Weisst, ich weiss etwas, wo du nicht weisst. Komm, ich spalte das ganze Land miteinander. Boah, krass, ich finde den Song so krass, ich finde das Video so heftig, das ist ultra geil, Sam, wirklich. Finde ich ganz, ganz, ganz stark. 10 von 10. Danke, danke. Ey, und ja. Ich finde auch echt, weißt du, wie bei allem, wenn man sich drauf einlässt, wenn man mal den, auch den Brainwash in der Beziehung weglässt, das ist auch eine schöne Sprache, das Schweizerisch, auch musikalisch. Das ist mir gerade auch gekommen so, ja. Es ist ja, ich habe ja erst, es ist für mich ist es ja eigentlich Neuland, Schweizerdeutsch zu singen. Ich mache ja eigentlich alle meine Songs auf Englisch. Wirklich so, das ganze Corona hat ja mich dazu gebracht, auf Schweizerdeutsch zu singen, weil ich wollte, dass die Leute mich verstehen, oder? Und darum habe ich gemerkt, dass das Schweizerdeutsch auch wichtig ist, oder? Und dann habe ich wirklich gemerkt, dass es mir Spaß macht, auf Schweizerdeutsch zu singen. Meine Stimme ist anders wie meine englischen Lieder und so. Ja, ich bin jetzt ja an der EP dran, aber all meine englischen Songs will ich jetzt mal rausbringen. Da habe ich Material von etwa 15 Songs. Das will ich jetzt alles rausbringen und dann weitere schweizerdeutsche Songs auch. Nee, also beides, ich mache beides. Ja. Genau, ja, eine Sprache transportiert auch einen Geist und eine ganze, ja, so eine ganze Seele irgendwie, ne? Jetzt, wo du sagst, ich höre das auch, dass du eine andere Stimme hast. Ich habe auch das Gefühl, das kennt man ja auch, wenn man zwei Sprachen beherrscht, dann ist man fast schon eine andere Persönlichkeit in der anderen Sprache und man hat so eine ganz andere Tonalität und so. Das passiert nicht bewusst, das ist irgendwie fast schon hier morphogenetisches Feld, irgendwas, was über uns stattfindet, was wir gar nicht so direkt beeinflussen können. Und ja, gerade so diese Momente, wo du krumm ist komm, ne? Das habe ich jetzt schon gelernt. Krumm ihr verblödet miteinander, so. Das ist so kraftvoll und dann, ob Spritze nützet und schützet, das ist zweimal so, das sind sehr scharfe Wörter. Spritze, schütze und dann genauso scharf wie das Wort ist, so scharf ist auch der Inhalt. Also, das catcht mich voll, so der Moment. Das ist ultra geil, Mann. Ja, das ist ziemlich, es ist schwieriger in Schweizerdeutsch die Reims gut zu bringen, aber wenn du einen hast, der gut geht, dann ist es wirklich so baff, so, es ist so auf den Punkt, oder? Was bei Englisch ist, ist immer alles ein bisschen weicher und runder, bei uns ist es einfach so, so, richtig so. Genau, im Englischen hast du dieses gerollte, dieses runde Rrr, das macht alles ein bisschen rund so und dadurch, man sagt halt, auf Englisch hört sich alles ein bisschen locker easy an, ne? Cool irgendwie. Und im Schweizerischen durch das Ch auch, das ist ja für Ausländer ist das ein sehr verstörendes Geräusch, die denken irgendwie, du bist Araber oder so. Und das macht die Sprache direkt irgendwie hart, aber macht sie auch, gibt ihr auch Ecken und Kanten gleichzeitig. Was das Englische jetzt nicht so sehr hat, finde ich. Und für diese Art von Songs, wo so ein bisschen kämpferisch sind, finde ich das sowieso gut. Es ist wirklich, es hat einen guten Touch, finde ich, ja.
Ja, und dann nochmal Props auch an den, du hast gesagt, das war der Marco aus Leipzig, der wirklich ganz toll hier, wie hier auch gearbeitet wird, so mit den gleichen Farben, mit dem Schnee, dann mit dem Hund, dieses, alles, was das transportiert, dieses Wilde für mich, so dieses Ausbrechen. So die Armbrust, in Deutschland ist das wahrscheinlich schon Delegitimierung des Staates so und Aufruf Das zum geht ja mehr Reichsbürger. darum, zu überleben, wenn alles zusammengebrochen ist. Und dann, ja, geht man halt jagen, oder? Ja, mega fett. Ja. Ja. Ist das dein Hund? Die Frage haben bestimmt viele. Ja, Ja, echt? das meine ich. Ja. Wolfshund, ja. Wie heißt er oder sie? Zitara. Ganz stark, echt. Ein Wolfshund ist es. Sieht ja ein bisschen aus wie ein Wolf. Ja, absolut. Die Tara, die ging ja auch als Wolf durch. Ja, würde ich auch Ja, genau. sagen. Hätte sie ja auch nicht besser treffen können. Aber das ist ja auch irgendwie so deine Natur, ne? Also ich sehe dich da auch extrem authentisch in dem Video. So, das kannst du nicht schauspielen. Und korrigiere mich, wenn ich falsch liege. Auf Du bist jeden kein Schauspieler, oder? Oder hast du das auch gelernt? Nein, nein, bin ich nicht, nein. Also ich bin Musiker. Da muss man auch ein bisschen schauspielen zum Teil, aber nein, eigentlich schauspiele ich eigentlich nicht. Also das im Wald, das bin wirklich ich. Das ist so, ich bin auch jeden Tag wirklich 2, 3 Stunden im Wald. Und mit dem Hund muss man. Der braucht Auslauf. Und ich kenne da jeden Ecken und jeder Bunker, wo es gibt in meinem Wald hier. Ja, und ich denke einfach, wenn das alles so weitergeht und alles mal zusammenbricht, dann muss man halt schauen, wie man überlebt, oder? Und das geht auch. Und das habe ich ein bisschen in dem Video ein bisschen überdramatisiert, ein bisschen zu früh vielleicht, aber vielleicht kommt es ja noch so weit. Wer weiß. Dann ist man lieber bereit und schaut, wie man überlebt, oder? Ja, ich habe auch, als ich im Tessin war, ich weiß gar nicht, ob ich es hier in dem Gespräch jetzt schon gesagt habe, ich war auch im Juni in der Schweiz und ich war noch nicht oft dort. Und da habe ich auch so ein Einsiedler-Selbstversorgerprojekt kennengelernt. Die sind halt schon so weit, also die kritisieren das System nicht mehr von innen heraus aus dem System, sondern die sagen echt, also der nächste Schritt ist echt so, diese dezentralen Strukturen zu schaffen. Und die haben jetzt auch noch Stromanschluss und sowas, aber auch das könnte man ihnen noch nehmen. Also da ist das Wichtigste schon vorhanden. Klar, man braucht ein bisschen Platz, um wirklich dann genug Ernte auch einfahren zu können mit den Sachen, die man sich hochzieht. Und die Winter sind immer so eine Frage bei uns in den Breitengraden. Weil man, klar, was hat man früher gemacht dann? Man hat eingelegt und geräuchert und solche Sachen, ne, um für die Oder halt Monate, wo eben man. jagen gehen. Ja, stimmt. Ja. Fischen, jagen, das kannst du auch im Winter. Also von dem her gibt es halt im Winter ein bisschen mehr Fleisch und Fisch und gewisse Sachen, die man eingemacht hat. Oder? Und ja, also früher ist es auch gegangen. Es gibt einfach mehr Menschen jetzt halt. Also wenn es wirklich zuerst gibt, es halt eine Panik, oder? Und dann Plünderungen und so Zeugs. Also wenn es wirklich zusammenbricht. Aber das wissen wir ja nicht. Ich glaube, sie wollen ja, dass es nicht passiert. Es ist ja Schritt für Schritt langsam die Leute an die Digitalisierung ranführen. Oder? Das ist ja nicht von heute auf morgen, oder? Voll, ich gebe dir voll recht, das System, das bröckelt die ganze Zeit, aber sie wollen ja auch nicht, dass das System zusammenbricht, weil Genau. wir sollen vom System abhängig sein, damit muss es auch die ganze Zeit noch bestehen. Man hat ja auch immer das Gefühl, die mit dem allerletzten Trostszenario, zum Beispiel mit der Impfpflicht, damit drohen sie immer nur. Oder ich habe auch das Genau. Gefühl hier, diese Und ganzen Horrorszenarien, Atomkrieg und heiße Kriege in nein. Europa und sowas, du sollst immer nur Angst haben, aber das soll Genau, nicht der wirklich Kampf passieren. ist der Trigger Nummer 1. Also bei allem, auch im Widerstand, da kommen Videos auf mit irgendwelchen Zeugen, alle glauben es wieder. Und ach da, es kommt so viel Schrott, wo man einfach sagen muss, nein, ich glaube das Zeugs nicht. Es ist jedes Mal wieder einfach zu viel übertrieben. Es geht wieder um Angst zu machen. Jetzt machen sie den Leuten wieder Angst. Wahrscheinlich werden die Videos von der anderen Seite gepostet, dass es wieder ein bisschen Ablenkung gibt oder dass die Leute alle wieder Angst haben, um das Level von deinen Fähigkeiten niedrig zu behalten, oder? Ich denke einfach, man sollte rausgehen aus dem ganzen digitalen Zeugs, mehr selber tun, eben Garten, selber das Zeug anpflanzen oder eben sich verbünden mit den richtigen Leuten, wie du gesagt hast, in Tessin, dass man ja sich zusammentut, ja.
Ja, du hast voll recht, wenn man einmal diese Perspektive annimmt und zulässt, also dass die Player im Hintergrund beide Seiten des Narrativs kontrollieren und dass sie zum Beispiel auch solche Sachen streuen, die dann wiederum innerhalb des Widerstands Angst machen sollen, wenn man hier an Genau. diese ganzen, ja, guck mal, wie das Blut der Geimpften aussieht und solche Sachen meinst du wahrscheinlich auch, ne? Dann Ja, habe oder ich eben wieder der Angst, dann Frosch. bin ich wieder unten in der Frequenz. Ja, oder der Frosch von Bill Gates, weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, wo jetzt alle sagen, dass es mRNA im Essen hat. Ich weiß nicht, ich meine, es geht für mich einfach zu weit. Warum haben sie das nicht von Anfang an gemacht? Oder warum machen sie es dann nicht direkt übers Wasser? Oder warum? Also, weißt du, es ist dann einfach zu viel. Ja, man ist dann schon vorsichtig, aber man sagt dann einfach, ja, eben, mRNA, es ist nicht so einfach, das muss minus gelagert werden und unser Magen, ja, hat auch noch seinen Mechanismus, dass er ziemlich alles verbrennt, was man, ja, oder, ja, Magensäure, was auch immer. Ich glaube da einfach nicht an alles, was man mir sagt, also was da rauskommt. Und ich denke, es ist mir auch egal, ab und zu esse ich auch was, was nicht so gesund ist und das sollte auch okay, man braucht auch ein bisschen Dreck. Sonst, wenn man nur so und dann ist es auch nicht gesund, oder? Ja, Mann, Also ich dann. kenne das auch, wenn ich die ganze Zeit so übervorsichtig kontrolliert esse und immer so perfekt, dann hat man fast schon, dann signalisiert einem der Körper fast schon irgendwann so, jetzt chill doch mal, mach mal eine Ausnahme, jetzt kannst du mir was gönnen, Bruder, sagt dein Körper Ja, zu dir oder? so. Ja, du musst auf deinen Körper hören. Und wenn der sagt, ja, ich will jetzt Schokolade, Zucker oder Ja, irgendwas, dann das kenne isst ich du auch, das hä? einfach. Scheißegal. Genau, ich will mal jetzt geiles Weißbrot essen zu dem Salat hier und weiß ich Ja, nicht, genau. oder ne, gib mir mal wieder eine richtig ungesunde Pizza und so. Der Körper, der kann schon damit umgehen. Ich Ja, sehe das eben auch so. definitiv. Also ich sehe so viele Leute, die ernähren sich nur voll Bio oder was auch immer, nur voll übertrieben. Wenn ich sie ansehe, sehen sie nicht gesund aus für mich einfach. Und gibt mir schon das Zeichen, dass es nicht so gesund sein. Zu gesund ist auch nicht gesund. Man braucht, wie bei allem, es ist eine gute Mischung, man braucht die Mischung, den Mittelweg, so denke ich. Und ich kenne auch viele Leute, die haben das Leben lang essen die nicht gesund, die sind jetzt über 90 Jahre alt. Also es ist ein bisschen Sie. auch eine Einstellungssache. Ich weiß, Sie haben letztens was gesehen, einer, wo gesagt hat, egal, wenn du was isst, auch wenn es nicht so gesund ist, wenn du eine gute Einstellung dazu hast, ist es gesund. So, ja. Wenn man muss es abschätzen, aber es ist einfach, ich sage immer, ein gutes Mittelmaß so. Ja, auf jeden Fall, ich gebe dir voll recht. Ich glaube, Platon hat das gesagt, die ständige Sorge um die Gesundheit ist auch eine Krankheit. Genau. Weißt du? Und ja, auf jeden Fall, man darf auch nicht unterschätzen, wie gut der Körper, also ich meine, früher hatten wir nicht den ganzen Tag Zugang zu den ganzen Nahrungsergänzungsmitteln und hier, ich habe heute noch nicht meine Omega-3-Fischöl-Tablette, dies, da, Ja. das genommen. So, man ist schon zurechtgekommen, so. Naja. Und es gibt auch Leute, also wenn du voll hängen bleibst auf diesem Lifestyle der Self-Optimization, dann siehst du so Videos auf YouTube, wie die Leute morgens ihre Pillen sortiert nach Farben und Größe erstmal alle schlucken, weil sie nur noch Nahrungsergänzungs, weil die Nahrungsmittel heute ja keine Nährstoffe mehr haben und sowas. Aber dann denke ich mir, ey, du bist voll der Pharma-Junk eigentlich. Du Ja, schluckst die ganzen. also das mache ich sowieso nicht. Also ich esse einfach. Nahrungsergänzung mache ich nicht. Was ich ab und zu nehme, ist Vitamin D3. Also Vitamin D, weil wir hier nicht so viel Sonne haben, das ist sicher gut. Oder Magnesium. Je nachdem, wenn ich einen Mangel habe, so also nehme ich das. Aber sonst nehme ich eigentlich nichts Nahrungsergänzungs mittelmäßiges. Ja. Ich bin auch selten krank. Jetzt erst habe ich mich ein bisschen erkältet bei dieser Hitze. Und da ist es auch so voll interessant, ja. Krankheit, glaube ich auch. Wenn ich voll in meiner Mitte bin und wenn es mir voll gut geht, wenn ich ganz normales Leben führe, ich werde so ein bis zweimal im Jahr krank. Und ich habe immer das Gefühl, das ist einfach so eine Art, der Körper macht halt auch so Phasen durch oder Jahreszeiten und alles ist halt immer Yin und Yang so. Und nach der Krankheit hast du irgendwie wieder mal alles geupdatet. Das ist wie so ein Reset. Und so einmal im Jahr irgendwie habe ich so eine leichte Erkältung oder irgendwas, so 5 Tage, und einmal legt es mich so richtig so 2 Wochen. Und es ist aber jedes Jahr so und irgendwie so Teil des Spiels, oder? Ja, also so wirklich richtig krank bin ich eigentlich fast nie. Aber jetzt hat es mich ein bisschen länger erkältet, so 2 Wochen,
es geht einfach nicht richtig weg, so, aber es ist auch schwierig in deinem Wetter. Es ist warm, es ist kalt, es regnet wieder, dann kommt wieder die Sonne, dann hast du wieder Durchzug und es ist ganz normal, ja. Ist ja nichts Schlimmes. Ja. Also ich kann immer noch aktiv Sachen machen und ja, es geht schon. Also Sam, zum Abschluss, bei euch ist also auch Hitzewelle, ja, das habe ich jetzt schon rausgehört. Genau, am 1. August, es regnet und ist irgendwie 15 Grad. Ja, das ist Ja. so fühlen sich die richtig heißen Sommer einfach an. So, das ist Ja, jetzt ist halt gerade whatever. jetzt ist gerade Wetter, aber wenn's heiß ist, ist es wieder Klima. Genau, So, das ist so. Ja. Nein, es ist immer Klima. Es ist ja jetzt wegen dem Klima Regen. Ja, ja. immer. Ja, Verschwörungstheoretiker haben auch dann Unrecht, wenn sie Recht haben. Das ist einfach, Genau. das muss man einmal verstehen und dann macht es eigentlich Sinn. Yes. Sam, Ja. ich fand es ultra bereichert, mit dir zu sprechen. Sag den Leuten doch Absolut. nochmal gerne, wo sie dich finden, was du machst, was geht bei dir. Und bis auf die drei Songs, die waren ja auch nur ein Teil deiner Kunst oder deines Schaffens. Was hast du noch so vor oder was kann man noch so vielleicht von dir auschecken? Bist du auf Spotify? Ja, also ihr könnt Spotify Sam Moser gehen oder Bandcamp Sam Moser. Oder Insta Sam Moser Music, Facebook Sam Moser Music, YouTube Sam Moser. Da seht ihr noch andere Songs von mir. Und da wird jetzt auch in nächster Zeit immer wieder mal was kommen. Ich plane jetzt eine EP mit allen englischen Songs mal rauszubringen. Also zuerst mal vier und dann wieder vier und dann nochmals vier, also eigentlich drei EPs. Und immer jeweils also vielleicht noch ein Video dazu pro EP. Und ja, alles ein bisschen so systemkritische Songs auch. Und dann werde ich immer wieder zwischendurch auch Schweizerdeutsch noch was bringen. Werde ich auch eine, geplant ist schon auch eine CD, also EP zu machen. CD weiß ich nicht, ob ich das noch mache. Ob sich das lohnt, wenn, dann mache ich Vinyl, die großen Schallplatten und vielleicht ein Stick, wo man kaufen kann, weil CD kauft fast niemand mehr. Das ist so ein bisschen ausgestorben. Ja, ich habe aufs falsche Pferd gesetzt. Ich habe als Jugendlicher echt viele CDs gekauft, habe vielleicht so 100, 150 CDs und mit Schallplatten hast du wenigstens diesen ideellen Wert und die sind halt auch organ, also wie sagt man, analog irgendwie verwendbar, ne? Ohne Ja. dass du einen CD-Player brauchst. Und ich habe da echt aufs falsche Pferd gesetzt, weil die ja, das muss ich mal irgendwann noch angehen. Die wollte ich mal wenigstens noch für ein Appel und ein Ei auf eBay loswerden. Aber das war schade, weil ich habe da auch so richtige Sammlerstücke und so dabei. Aber CDs kannst du vergessen, leider, ja. Ja, schon, es ist so. Ich habe jetzt etwa 1000 Schallplatten hier von meinem Vater übernommen. Das ist echt Geil. heftig. Aber richtig gutes Zeug, da bin ich immer noch nicht am Durchhören. Ja, das ist inspirierend. Und darum habe ich auch gedacht, ich werde Vinyl machen. Und eben vielleicht ein Stick, wo man dann, wenn man auf der Straße ist oder so, nach den Konzerten, dann können sie sich entscheiden, was sie wollen. Weil ich meine, die CD nehmen sie auch und machen sie in den Computer rein und nachher stellen sie aufs Telefon. Dann kann ich ganz gut einen Stick machen. Und wenn du was willst, wo ein bisschen was hergibt, visuell und so, dann mache ich eine Schallplatte. Ja. Das Ja, so. ich glaube, Vinyls kriegen auch ihr Comeback. Es kommt immer alles mit Ebbe und Flut oder haben sie ja schon zum Teil. Aber Ja, die auch. haben kein Comeback. Haben CDs schon überholt, ja. Ja, Habe ich. echt, echt, echt. Habe ich gehört, ja. Ja, genau, weil in einer Zeit, wo alles digital wird, kriegt das Haptische wieder einen anderen Wert. Das sieht man ja auch bei künstlicher Intelligenz. Also wenn du jetzt heute irgendwie Handwerker wirst, dann hast du wieder auf einmal. Bist du vom Hugo zum Boss aufgestiegen, weil Ja. du einfach irgendwann kann keiner mehr was mit seinen Händen schaffen. Wenn du dann der Das ist einzige so. Schreiner im Dorf bist, dann bist du Ja. halt der König eigentlich. Das ist wichtig, dass man, ja, wieder so Jobs, eben all die, wo jetzt im Büro gesessen sind und weiß nicht was, da kommt die KI und sagt, hey, ciao. Ja, Ja. geil. Ja, mega fett. Also genau, die Frage noch, geht's bei dir jetzt Richtung so miteinander weiter vom Style, von der Sprache, oder wie? Oder Englisch wieder? Also eben jetzt, ich bringe beides. Genau, jetzt will ich mal all die Songs, die ich fertig habe, will ich mal bringen jetzt. Es sind wirklich gute Songs und ich will mal abschließen, dass ich wieder neues Zeug schreiben kann. Ich habe wie so eine Blockade, weil ich
das Alte loswerden muss, irgendwie. Ich habe hier Songs, wo fertig sind, seit irgendwie 5, 6 Jahren, wo ich nicht rausgebracht habe und wo wirklich gut sind. Und dann brauche ich es jetzt nur noch den Mix zu machen und meistens hapert es ein bisschen am Video. Aber jetzt mit Marco habe ich einen guten neuen Kontakt, der auch miteinander gedreht hat, und mit ihm mache ich jetzt nur noch weitere Videos. Ja, wenn der Und Marco aus Leipzig ist hier, vielleicht ergibt sich mal ja mal eine gemeinsame Session oder wir lernen uns mal persönlich kennen. du lebst hier in der Schweiz. Ja, ich glaube generell, Ja. 2023 ist das große Jahr der Connection für mich gewesen. Ich habe ganz viele Menschen persönlich auch kennengelernt, endlich, die man schon so ein bisschen über die letzten 2, 3 Jahre mal auf dem Schirm hatte. Und es hat sich ganz viel nochmal getan, so was dieses, ja, von die Demos sind ja so ein bisschen tot, aber ich habe das Gefühl, das Demo-Geschehen, diese Vernetzung und dieses Realisieren, wow, wir sind ganz viele, das findet jetzt auch so im persönlichen Super. Kontakt zunehmend statt. Das Ja, das finde ich ist so, ganz ja. toll. Oder über Feste und Festivals und so. Ja, das war im 22 schon so bei mir, bei über die Konzerte, wo ich halt gespielt habe. Sie haben mich auch viel Bauernhöfe eingeladen zum Spielen und da hat man gut connected. Das war cool. Und ja, auf jeden Fall, eben, vielleicht komme ich ja nach Leipzig am Nuoviso Fest. Mal schauen. Ich weiß es noch nicht. Ich muss noch schauen, ob. Ja, ist eine weite Strecke. Ich glaube, da hat auch jeder Verständnis, wenn du es nicht schaffst. Aber schön wär's. Und ja, dann genau, sage ich nochmal, liebe Zuschauer, ich hoffe, euch hat's gefallen hier die Listening Session mit Sam und euch gefällt auch dieses Format. Ja, was macht die Kunst? Und umso geiler, wenn ich so einen Typen wie dich hier vorstellen kann, war echt extrem extrem nice, auch mit dir zu quatschen. Möglichkeiten zur Unterstützung, ihr habt es gerade gehört, folgt Sam gerne bei seinen ganzen Kanälen. Vielleicht bist du auch mal hier in Deutschland für ein Konzert oder eine Tour, dann kriegen das die Leute bestimmt darüber mit. Ah, Telegram habe ich auch noch, Sam Moser Music. Ja, genau. Sam Moser Music. Ja, Ja. mit K dort, ja. Es ist immer, man kriegt keine einheitlichen, es ist meistens irgendwie was schon vergeben oder was auch Einmal mit immer. Music, einmal mit Bindestrich, Ja, einmal mit Punkt, genau, ja. kennen wir alle. Man findet schon, wenn man es eingibt. Ja. Genau, dann Leute, Peace, lasst mich gerne wissen, wie ihr es fandet und liked und abonniert und kommentiert. Das bringt einem immer ein bisschen ja, Glücksgefühle. Bei mir seht ihr ja auch nochmal die ganzen Möglichkeiten der Unterstützung und im Beschreibungstext und so weiter. Danke, wenn ihr bis hier dran wart. Danke, Sam, für deine Zeit Danke und dir. war mir eine Ehre. Hoffentlich bis bald mal wieder. Yes. Ciao, ciao. Ciao zusammen.